Heute geht es ums Tarntäuschen in der Stadt. Und wie gehen wir das überhaupt richtig an? Der Szenario ist, ich wurde verfolgt aus dem Wald und muss mich jetzt anpassen hier in der Stadt, damit ich nicht auffalle, weil wer auch immer mich verfolgt, kennt mein Gesicht nicht. Als allererstes bin ich komplett in Oliv gekleidet und dieser Rucksack ist leider viel zu auffällig. Wir müssen was dagegen machen. Als allererstes ziehe ich mir diesen schwarzen T-Shirt über. Egal ob Sommer oder Winter, ist es nicht sehr auffällig, solange es schwarz ist. So etwas ist immer gut zu haben in seinem EDC oder für seinen Notfallrucksack. Besonders wie ich jetzt gekleidet bin, würde ich mal sagen, dass ich eine 60-70% Chance hätte, davon zu kommen. Jetzt ist das große Problem, die Hosen sind viel zu auffällig. Das Ganze nennt sich Quick Change, sollte eigentlich unter 15 Sekunden passieren und wurde ehemalig von Geheimdiensten verwendet, um in engen Gassen den Leuten davon zu kommen. Natürlicherweise haben die meisten Agenten kein Mikrofon an. Für solche Aktionen eignen sich immer ganz billige Rucksäcke, die nicht besonders auffallen. Im Moment sind solche Rucksäcke Mode, also so etwas Kleines, ohne Logo, fällt nicht sehr auf. Der große Vorteil ist auch, die Klamotten, die ich jetzt gerade unter diesen Klamotten trage, kann ich später dann ausziehen und hier reintun. Das Einzige, das vielleicht auffällig sein könnte, und das auch nur für das geschulte Auge, ist, dass der Rucksack leer ist. Am besten wäre, dass ich da irgendwas reinstopfe, bis ich endlich denke, dass ich in Sicherheit bin. Und wenn ich wirklich schlau bin und diesen Rucksack sogar vorbereitet habe, habe ich das Perfekte dabei. Und so kann ich mich sogar vor Fressfeinden schützen. Ich glaube, ich habe den falschen Muster mitgenommen. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und ich wünsche euch ein wunderschönes, was auch immer.